Die Berliner Meterspurbahn gehört zu den unabhängigen Gesellschaften, die 1942 in die Rätische Bahn aufgenommen worden sind. Bedingungen während dem Bau und ihr Platz am Rande Graubündens haben der Berliner einen dualistischen Charakter verliehen. Mit beschränkten Mitteln gebaut, zum Vergnügen der Touristen und zugleich Erschließung des isolierten Puschlavs. Der Charakter einer Straßenbahn mit 45 Meter Bogenradien und zugleich Bergbahn mit Neigungen bis zu 70 Promille und 1827 Meter Höhenunterschied. Das übersteigt die Gefälle der Brienzer Rothornbahn und der Pilatusbahn, die steilste aller Zahnradbahnen. Bereits 1898 plante das Züricher Ingenieurbüro Frotte und Westermann eine Straßenbahn von Samedan zur italienischen Grenze bei Campo Cologno. Die Konzession für eine Eisenbahn wurde am 23. Dezember 1899 verliehen. Die italienischen Behörden verleihen am 12. Juni 1902 eine Konzession für das Teilstück Campo Cologno-Tirano. Drei Jahre später obliegen beide Konzessionen einem internationalen Konsortium von Engländern, Schweizern und Italienern, das allerdings wegen dem Aussteigen der Italiener scheitert. Mithilfe der Schweizerischen Eisenbahnbank in Basel wird die Finanzierung dann doch gesichert und eine rein schweizerische Angelegenheit. Die Vorbereitung und Bau oblag dem Basler Bauunternehmer Albert Buss. Für die elektrischen Einrichtungen entlang der Bahn und im Motorwagen war die Firma Aljot aus Münchenstein zuständig. Der Bau begann Juli 1906, gleichzeitig an der Nord- und Südseite, unter Beschäftigung von bis zu 2500 Arbeitern. Ab 1908 wurde stets eine Teilstrecke geöffnet, bis am 5. Juli 1910 die gesamten 61 Kilometer durchgehend betrieben werden konnten. Die Berliner Bahn beginnt in St. Moritz auf 1778 Meter Höhe. Die Rätische Bahn hatte den Bahnhof gebaut und erwarb darüber hinaus die Berliner Gastrechte zu günstigen Bedingungen. Anlässlich dem Bau der Berliner wurde die Gleisanlage 1909 erweitert. Damals war die Rätische Bahn noch eine Dampfbahn. Die Berliner fuhr bereits bei der Eröffnung 1908 elektrisch. Zunächst mit 750 Volt Gleichspannung, die 1935 auf 1000 Volt angehoben wurde. Die Entscheidung der Rätischen Bahn, mit elektrischer Traktion auf ihrer Engadinbahn nach Scuol-Tarasp anzufangen, war also nicht zufällig. Doch zum Nachteil der Berliner entschied man sich dann doch für 11.000 Volt Wechselspannung. Seitdem trennen sich die Spuren in St. Moritz und Pontresina durch unterschiedliche Stromsysteme. Erst war der kürzeste Weg nach Pontresina durch den Stadtzer Wald vorgesehen. Daraufhin wurden so viele Beschwerden gemacht, dass stattdessen ein Umweg mit Tunnel durch die Canadura-Kluft gebaut wurde. Es scheint, als hätten wir eben eine Straße überquert, aber es war tatsächlich die Innenbrücke. Dass mit jeder Anpassung an die Anforderungen leider auch etwas verloren geht, mögen diese romantischen Bilder belegen. Celeriner Statz in 1720 Meter Höhe ist die tiefste Stelle nördlich des Berliner Passes. Die Haltestelle befindet sich weit außerhalb des Dorfs. Es wird hier nur auf Anfrage angehalten. Der Zusatz Statz wurde hinzugefügt, um eine Verwechslung mit der Station Celerina an der Strecke Samedan-St. Moritz zu vermeiden.
Links von uns die Bahn aus Samedan. Ankunft in Pontresina. Auch hier erwarb die Bernina Gastrechte auf einem rätischen Bahnbahnhof. Die Bernina war immer eine Bahn von Motorwagen. Der gesamte Lokomotivbestand des letzten Jahrhunderts lässt sich an zwei Händen abzählen. 1908 und 1909 wurde die Bernina Bahn von SIG in Neuhausen mit den ersten Triebwagen des Typs BCE 44 beliefert. Mit Nummern von 1 bis 14 besaß jeder Wagen eine zweite und dritte Klasse Abteilung sowie eine elektrische Ausrüstung von Alj. Sämtliche vier Achsen wurden von je einem 75 PS starken Gleichstrommotor angetrieben. Ohne spezielle Anpassungen wurde 1935 die Fahrspannung von 750 auf 1000 Volt angehoben, womit die gesamte Motorleistung von 300 auf 420 PS anstieg. Die Höchstgeschwindigkeit blieb mit 45 Stundenkilometer gleich. Das Verkehrsangebot übertraf jede Erwartung. Darauf wurde der Bestand 1911 um drei Triebwagen BCFE 44 erweitert. Sie waren technisch gleich, jedoch etwas länger wegen der zusätzlichen Gepäckabteilung, erkennbar an der Schiebetür in der Wagenmitte. Mit Nummern von 21 bis 23 erhielten auch diese Wagen die helle zitronengelbe Farbe, später ersetzt durch ein dunkleres Gelb. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 9 Wagen mit einer neuen elektrischen Ausrüstung modernisiert mit Widerständen auf dem Dach. Wagen 30 bis 34 erhielten eine einfache Schaltung, um sie in der Wintersaison auf der 2200 Volt Gleichstrom Arosa-Bahn einsetzen zu können. Wagen 35 bis 38 wurde ohne diese Schaltung modernisiert. Ab 1956 ändert sich die Reihenbezeichnung in ABE 44 mit erster und zweiter Klasse Abteilung. Triebwagen 38 hatte nach Umbau seine Gepäckabteilung beibehalten und erhielt die Bezeichnung ABDE 44. . 1964 wurde, nach 53 Jahren, endlich die zweite Generation ABE 44 in Dienst gestellt, genummert von 41 bis 46. Die maximale Leistung war mit 920 PS fast verdoppelt und somit konnte die Anhängerlast erhöht werden auf bis zu 60 Tonnen. Diese Reihe wurde 1972 mit den drei fast identischen Wagen 47 bis 49 ergänzt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei allen 65 Stundenkilometer und sie haben immer die Standardfarbe Rot mit silbergrauem Dach getragen. In den 80er Jahren herrschte ein umfangreicher Materialmangel, der den Abschied der 70 Jahre alten Triebwagen nicht zuließ. Daran konnte erst gedacht werden mit dem Eintreffen der dritten Generation ABE 44, geliefert 1988 und 1990 mit den Nummern 51 bis 56. Diese Triebwagen sind ausgestattet mit Drehstrommotoren und Thyristorsteuerung. Eine Besonderheit für 1000 Volt Gleichspannungsbetrieb. Die 1380 PS Leistung ist fast das Fünffache der ersten Triebwagen und erlaubt eine Anhängerlast von bis zu 90 Tonnen. Diese Triebwagen waren wohl die letzten, die speziell für die Bernina Bahn in Auftrag gegeben worden sind. 2007 sind unter dem Namen Allegra 15 dreiteilige Triebzüge bestellt worden. Es handelt sich um zwei Stromfahrzeuge, die nun endlich auch die Trennung der Stromsysteme hantieren können. Zwar befinden sich derartige Fahrzeuge bereits Jahre im Alltagseinsatz, doch bisher bildete das zusätzliche Gewicht der Technik immer ein Hindernis auf der Bernina. Während Testfahrten auf der Albula hat der Allegra bereits so manchen Zuschauer erstaunt, durch Güterzüge hochzuschleppen, die zuvor nur den stärksten Lokomotiven anvertraut wurden.
Hier rollt Triebwagen 6 vorbei in Gelb und noch weitgehend im Originalzustand. Das bedeutet, dass diese Bilder spätestens im Sommer 1959 gedreht sein müssen. Die Rätische Bahn baute den Bahnhof, aber Schuppen und Werkstatt sind für und durch die Berliner gebaut. Die Spuren unmittelbar vor dem Empfangsgebäude waren zunächst der Berliner zugeteilt, bis die Rätische Bahn 1913 ihre Engadin-Strecke eröffnete. Seither sind die ersten drei Spuren dem Rätischen Bahn-Stammnetz zugewiesen und erhielt der zweite Bahnsteig ein Dach. Auf Gleis 1 fährt eine GE24, die erste E-Lok-Reihe auf der Engadin-Strecke. Spur 3 lässt sich auf beide Stromsysteme umschalten und das Signal zeigt, welche eingeschaltet ist. Hierauf trifft der Berliner Express aus Chur ein, damit der notwendige Traktionswechsel leicht und schnell vonstatten geht. Seit eh und je ist Pontresina die klassische Übergabestation von Güterwagen. Diese Loks brauchen keine Oberleitung und sind deshalb effektiver bei der Rangierarbeit. Bündner Holz geht nach Italien und aus Italien kommen Brennstoffe nordwärts. Die Trasse entlang dem Bernianbach Richtung Moteratsch ist unkompliziert und seit Sommer 1908 in Betrieb. Hier werden die höchsten Geschwindigkeiten erzielt. Die maximale Zuglänge wird mit etwa 2 Motorwagen und 7 Wagen erreicht. Die Masse aller Wagen soll innerhalb 130% der Reibungsmasse der Motorwagen bleiben. Ankunft in Moteratsch bei dem ersten von 3 Gletschern entlang der Berliner Strecke. Anfang 1925 wurde die Bahn nach schwachem Saisonstart derart von Fahrgästen überschwemmt, dass offene Güterwagen in großer Eile zu Aussichtswagen umgebaut wurden. Dieser Notgriff erwies sich als durchschlagender Erfolg. Hotel Moteratsch und die Moteratschbachbrücke bilden den Startschuss des 70 Promille steilen Anstiegs. Autobahnen mit solchen Neigungen haben bereits Kriegsspuren für LKWs. Die mittlere Überspannung wurde mehrmals ersetzt und verstärkt. Das war bereits 1911 erforderlich,
als die erste Schneeschleuder eintraf, die mit ihren 64 Tonnen etwas zu viel des Guten mitbrachte. Die Montebello-Kurve ist ein bekanntes Beispiel dafür, wie sehr die Streckenführung an eine schöne Aussicht gekoppelt sein sollte. Sowohl links als auch rechts im Zug wird dem Fahrgast ein schöner Blick auf den Moderatsch-Gletscher und dem Gipfel der Bernina-Gruppe gegönnt. Eugen Bossart, Ingenieur des Südhangs nach Poschiavo, erwähnte bereits 1912, dass die Gletscher sich zurückzogen. In Bezug zum Palü-Gletscher schrieb er in der Bauzeitung: Hohe, noch unbewachsene Seitenmoränen zeugen von der viel gewaltigeren Ausdehnung des Gletschers. Der Bogen mit Bahnübergang ist nun viel geräumiger. Bernina Häuser heißt heute Bernina Suot. Dieser Weiler war einst eine Pferdestation für Saumtransporte über den Passweg. Haltestellen auf der Bernina waren oft kaum mehr als eine Holzbude. Das großzügige Gebäude im Engadiner Stil aus 1923 war also recht auffallend. Es wurde 1987 abgerissen. Der Fahrgast hatte erst die Straße zu überqueren, bevor er einsteigen konnte. Auf diesen Bildern von 1948 präsentiert sich der dann 40 Jahre alte Triebwagen 9. 3 Jahre später wurde er vor Alp Grüm von einer Lawine erwischt und vom Hang abgeworfen. Aus seinen Überresten entstand Dienstwagen XE 9920, der 1998 verschrottet wurde. Rund 1900 hielt man einen Winterbetrieb auf dem Pass noch für unmöglich. Lediglich zwischen Poschiavo und Tirano sollte das ganze Jahr hindurch gefahren werden. Dennoch versuchte man weit entfernt von bekannten Geröllhalden und Lawinengängen zu trassieren. Wenn nicht für den Winterdienst, dann doch zumindest zur Reduzierung von Schäden. Probeweise wird der Winterdienst um jeweils ein Stück erweitert und 1913 erstmals über die ganze Strecke durchgeführt. Sei es mit den unvermeidlichen Unterbrechungen. Dieses Bild bei Arlas zeigt eindeutig die Steigung und wie die Trasse 1934 weit von dem Passweg und den lawinenberüchtigten Hängen dahinter verlegt wurde. An einigen Stellen liegt die Bahn absichtlich in der vorherrschenden Windrichtung, damit sie weitgehend schneefrei bleibt. Spurverlegungen bilden einen festen Bestandteil der Berniner Geschichte. Thank you.
Entlang Lener, der Schwarze See, und Lago Bianco, der Weiße See, passieren wir die Wasserscheide. Nördlich dieser Scheide fließt das Wasser ins Schwarze Meer und südlich in die Adria. Das Besondere an Lago Bianco ist, dass dieser Stausee an beiden Enden eingedammt ist. Übrigens lässt sich die Landschaft auf Passhöhe nur kurz auf diese Art und Weise bewundern. Außer bei Pech natürlich. Während dem Bau wurde hier sogar noch im Juli 1 Meter Schnee verzeichnet. Eigentlich war die höchste Station der Berniner Bahn hier am Bogen geplant, wurde aber näher am Hospiz gebaut, dem Hospizio Bernina ihren Namen verdankt. Auf 2256 Meter Höhe blickt die Station auf den Cambrena-Gletscher, der den Lago Bianco speist. Hinter den letzten Wagen erscheint der Schuppen mit überdeckter Drehscheibe, wo die Dampfschneeschleuder untergebracht war und gedreht wurde. Säumer erwähnten bereits den Zauber eines schönen Wintertags am Bernina, aber auch von der schlimmsten Witterung mit Schneefall bis zu 5 Meter pro Monat. Ankunft von Lok 802, eine der seltenen Berniner Lokomotiven mit einem Zug aus Pontresina. Januar 1961, bevor die Bestellung für Motorwagen 41 bis 46 vergeben wurde, lud die Rätische Bahn die betroffenen Firmen zu einer Winterdemonstration am Bernina ein. Diese Vorführung des Hochgebirgswinters sollte jeglichen Irrtum hinsichtlich Betriebsbedingungen vorbeugen. Der laufende Kampf hat das Berniner Personal zum Experten der Schneeräumung gemacht. Die Arbeitsfolge hat sich seit den 30ern wohl kaum geändert, das Material schon. Ab 1896 setzte die Gotthardbahn mit Erfolg eine Dampfmaschine ein, die sich mittels eines großen Schuppenrads buchstäblich durch die Schneemassen fräste. Die Gotthard-Schneeschleuder wurde von einer Lokomotive geschoben. Die Bernina bestellte allerdings eine selbstfahrende Maschine, also Dampflokomotive und Schleuder zugleich. SLM in Winterthur lieferte die erste Dampfschneeschleuder im Dezember 1910, 2 Jahre später ergänzt von einer zweiten. Beide Maschinen erwiesen sich als endgültige Antwort, die den Winterdienst ermöglichte. Eine elektrische Bahn, die zurückgeht in das Dampfzeitalter? Die Stromversorgung war aber so knapp, dass sogar die leichten Triebwagen mit Verspätung fuhren. Überdies konnte eine Beschädigung der Oberleitung nicht ausgeschlossen werden. Es gab 1910 also keine andere Lösung. Das Eintreffen der Dampfschleuder erforderte die Verstärkung einiger Brücken und den Bau von Drehscheiben von Pontresina bis Poschiavo. Doch welch ein Schauspiel lieferte das 6-Zylinder-Gefährt in voller Aktion. Stolz melden Jahresberichte, dass kaum ein Tag vergangen sei, ohne dass zumindest ein Zug durchgekommen war. Hier wird die Schleuder geschoben von E-Lok 82, damit das Schleuderrad die volle Kesselleistung nutzen kann. Lok 82, das einzige Berniner Krokodil, besitzt hier noch ihre großen Flüge, die 1946 entfernt wurden.
Die Schleuder fräste einen relativ schmalen Fahrkanal von maximal 3,60 Meter Breite, die schnell wieder vergraben war. Deshalb wurde der Räumer X-1002 in Betrieb genommen, gebaut 1936 in der Werkstatt Poschiavo, nach einem Vorbild des schwedischen Ingenieurs Notin für die Erzbahn Kiruna-Narvik. Die Flügel erweitern den Fahrkanal zu einer Breite von maximal 6 Metern. Der Schnee wird mitten auf dem Gleis gezogen und mittels einer zweiten Passage der Dampfschleuder entfernt. Die X-1002 war die letzte positive Neuheit einer unabhängigen, aber gefährdeten Berliner Bahn. Die finanzielle Lage war schlecht und die Abhängigkeit von Subventionen zu groß. Seit der Eröffnung im Juli 1910 konnten die meisten notwendigen Schutzmaßnahmen erst 1915 komplettiert werden, als der Erste Weltkrieg bereits in vollem Gang war. Die Touristen blieben weg und dennoch musste die schwer betroffene Bahn aus strategischen Gründen weiterfahren. Der Aufschwung der 20er Jahre war zu kurz für eine allgemeine Gesundung. Nach der Weltwirtschaftskrise brachte der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges das endgültige Aus und die Notwendigkeit einer Fusion mit der Rätischen Bahn. Bald bekamen Planzüge einen Spurflug beigefügt. Abermals bestand die Fernbedienung aus Personal, betraut mit dem rechtzeitig Hochziehen des Pfluges bei Weichen und Straßenkreuzungen, mit schweren Folgen, wenn die Konzentration mal nachließ. All diese Maßnahmen bewirkten jedoch, dass die teure Dampfschneeschleuder weniger ausrücken musste. Die erste Dampfschneeschleuder verweilt noch immer bei der Bernina und hat bis in den 60er Jahren vorzügliche Dienste geleistet. Die Maschine wird heute nur noch für Liebhaber angeheizt. Die Schwestermaschine gab man an die Furka Dampfbahn, wo man 2010 damit beschäftigt ist, sie wieder betriebsfähig zu machen. Die folgenden Bilder zeigen, dass die Schleuder wirklich eine Lokomotive auf zwei beweglichen Triebwerken ist. Die Kapazität der Fahrleitung reicht jetzt aus, um die Schleuder elektrisch zu betreiben. Der schiebende Motorwagen wird vom Führerstand des X-9218 aus bedient. Die Maschine ist nicht selbstfahrend, aber lässt sich dafür auf dem Fahrwerk drehen. Drehscheiben sind somit überflüssig geworden.
Die X9218 wurde 1967 von Beilhack geliefert und könnte mittlerweile auch eine Ablösung gebrauchen. In Rheuma XK9132 steckt das Räumfahrzeug von 1936, aber modernisiert mit Fernsteuerung und hydraulischem Antrieb. Hier ist der Flügel etwas unterhalb, 2,80 Meter aus der Spurmitte ausgeklappt. Im Winter werden Spurflüge beigefügt, die vom Lokführer fernbedient werden. Der hochgezogene Flug wird jetzt niedergelassen. Stadler lieferte 1966 den ersten Spurflug der heutigen Generation. Insgesamt hat die Rätische Bahn davon 7 Exemplare, die in beide Fahrtrichtungen funktionieren, wie an der Kupplung vorn zu sehen ist. Nur der Flug zwischen den Rädern wird auf- und niedergelassen. Nach Abfahrt aus Ospizio Bernina folgt die Bahn einem alten Saumpfad nach Alpgrüm. Der Passweg folgt einem anderen Tal. Des Schneefalls wegen konnte die Trasse nicht zu eng an den Hang verlegt werden. Darum musste diese Stelle überbrückt werden. In den 80er Jahren hegte das Wasserkraftwerk Brusio Pläne, um den Wasserspiegel von Lago Bianco mit 20 Metern anzuheben. Bei den nun folgenden Bildern lässt sich raten, welche Folgen das gehabt hätte. Heute haben solche Pläne wenig Chance, denn die Bernina und Albula wurden 2008 offiziell als Welterbe des Bergbahnbaus anerkannt. Thank you.
Der Eingang dieses künstlichen Tunnels ist zusätzlich gegen den Wind geschützt. Hinter Lago Bianco beginnt der steile Abstieg. Wir betreten jetzt ein Gebiet mit den meisten Schutzgalerien in der Schweiz. Bei Ankunft in Alp Grüm tauchen bereits die Bergamasche Alpen in Italien im Hintergrund auf. Eine seitlich offene Galerie schützt die Einfahrt im Bahnhof, damit die Sicht des Fahrgastes nicht allzu sehr behindert wird. An diesem Hang stehen drei solcher Galerien übereinander, die alle nachträglich errichtet worden sind. Die Bahn lag anfangs völlig ungeschützt da. Bis zum Winter von 1912 konnte nicht auf Saumtransporte nach Cavaglia verzichtet werden. Alp Grüm entwickelte sich schlagartig zu einem Reiseziel. Auf 2091 Meter Höhe thront der Bahnhof einen Kilometer hoch über das Puschlaff am Fuße des Palü-Gletschers. Die Drehscheibe für die Dampfschneeschleuder gibt es nicht mehr. Die berühmte Wendekurve mit 45 Meter Bogenradius ist seit 2006 zweispurig ausgeführt. Genauer gesagt, die letzte Weiche ist vor beiden Bögen verlängert worden, ungezweifelt, um Verschleiß zu reduzieren. Bald wurde ein kleines Holzgebäude errichtet, so ungefähr dort, wo sich jetzt die Terrasse befindet. Das heutige Gebäude wurde 1924 fertiggestellt und beheimatet nun ein Restaurant und Hotel in den ehemaligen Personalwohnungen. Nach Abfahrt und der Kehre ändert sich die Fahrtrichtung von Süd nach Nord und fährt der Zug nahezu parallel unterhalb des Bahnhofs zur nächsten Kehre in den Palü-Tunnel. Dort ändert sich die Fahrtrichtung abermals von Nord nach Süd. Die Schutzgalerie in der Bahnhofseinfahrt fehlt noch in diesen Bildern von 1948. Auf dieser Stelle schob 1951 eine Lawine Motorwagen 9 über zwei Galerien hinweg hinunter, übrigens ohne Personenschaden. Das war 1937 anders, als drei Rettungsmitglieder während eines Blizzards von einer Lawine unterhalb von Alp Grüm verschüttet wurden. Eine andere Kehre, die mittels Werbefotos bekannt wurde, ist die Stablini-Kurve. Etwa 1913 umrundet Motorwagen 2 die noch kahle Kurve in Richtung Cavaglia mit dem Palü-Gletscher im Hintergrund. Etwa 15 Jahre später sind die Bäume bereits merklich gewachsen, als problematische Lok 81 auf dem Foto erscheint. Der Stablini-Bogen befindet sich unterhalb der Kehre von Alp Grüm, La Valle Perduta, das verlorene Tal. So wurde das arme Puschlaff im 19. Jahrhundert dargestellt. Ortsnamen und Sprache sind italienisch, da es bis 1406 von dem Herzog in Mailand verwaltet wurde. Links oben im Bild verlässt ein Zug Cavaglia Richtung Alp Grüm. Es sind nur 6 Kilometer, aber sie liegen alle auf einem 70-Promille-Anstieg in Kehren und Tunnels. Der Bau verlief mühsam und so wurde dieser Streckenabschnitt als letztes übergeben. Die harten Steinschichten ließen sich nur mit Sprenggelatine und Dynamit durchbohren. In dieser Gegend ist Dynamit eine gefährliche Substanz, die bei Temperaturen nahe des Gefrierpunkts spontan explodieren kann.
4 der 5 Tote während der Bauzeit kommen auf Konto dieser Eigenschaft. Tunnels wurden nur beschränkt oder gar nicht ausgemauert, je nach Bedarf. Wenn möglich, wurden Stützmauern als Trockenwerk ausgeführt, also ohne Zement. Beton und Zement mussten von weit herangeführt werden und waren deshalb teuer. Diese Arbeit oblag vor allem Italiener, die während dem Ersten Weltkrieg mit viel Mühe über die Grenze herbeigeschafft werden mussten. Die letzte Kehre vor Cavaglia liegt im Pilatal auf einer Steinbogenbrücke, die im Sommer 2004 gründlich renoviert wurde. Der instabile Boden hatte den dritten Bogen deformiert. Pferdestation, Wirtshaus für Säumer, Stützpunkt mit Vieh und Baracken für Eisenbahnbauer, Energiestation für die Oberleitung, Station für Zugkreuzungen. Nur so eine Auswahl von Funktionen, die dieser Weiler erfüllt hat oder noch erfüllt. Cavaglia liegt in einem idyllischen und beschlossenen Kesseltal, das laut Ingenieur Bossart alle Eigenschaften für einen angenehmen Erholungsort hat. Ruhig ist es noch immer. Die Zugbremsen können sich einigermaßen erholen, nachdem wir seit Alp Grüm fast 400 Meter abgestiegen sind. Aus dem ehemaligen Wirtshaus und Bahnhof ist jetzt eine Wohnung geworden. Fast 11 Kilometer schlängelt sich die Eisenbahn den Hang hinunter nach Poschiavo, um 679 Meter Höhenunterschied zu bewältigen. Durch die 4 Kehren verliert so mancher Fahrgast die Orientierung. Poschiavo ist Hauptort des Puschlavs, das 1900 4300 Einwohner zählte. Kaum eine Voraussetzung zum Bauen einer Bergbahn. Doch der Höhenunterschied, der dem Zug zu schaffen macht, ist ideal, um Strom mit Wasserkraft zu erzeugen. Der Tourismus und die Anschlüsse an jedem Ende auf andere Bahnen haben das Projekt dennoch sinnvoll gemacht. An der Fassade und dem Fenster lässt sich das Ausmaß der alten Werkstatt ablesen. Von Anfang an wuchs Poschiavo zur Werkstatt für Bernina Material und in den letzten Jahren auch für Aufträge außerhalb der Rätischen Bahn. Das alte Empfangsgebäude war viel zu klein und diese Situation wurde erst mit der Fertigstellung des heutigen Gebäudes im Jahr 1962 gelöst. In San Antonio läuft die Bernina Bahn von der freien Strecke über auf die Straße.
Mittlerweile sind einige Straßenbahnabschnitte wieder getrennt worden. Doch nicht die berühmte enge Stelle in San Antonio, wo der übrige Verkehr angehalten werden muss für eine sichere Passage des Zuges. Le Prese entstand im 19. Jahrhundert als eine Gruppe Ferienwohnungen am Nordrand des Lago Poschiavo. Ab hier folgt die Bahn dem Ufer bei Miralago, ursprünglich unter dem Namen Messina. Dieses Stück ist seltsam flach, da die 61 Kilometer der Bahn fast zur Hälfte 50 bis 70 Promille geneigt sind. Hinter Miralago geht es weiter hinunter entlang der kantonalen Straße. Kurz vor Brusio wird das Tal zu steil und trennen sich die Wege. Mittels zweier Kehren wird Brusio erreicht. Nach vielen Auseinandersetzungen, die Wunschliste war länger als das Budget gestattete, wurde der Bahnhof nördlich des Dorfes eingerichtet. Brusio ist allerdings bekannt durch die Spirale an der Südseite des Dorfes. Die Trasse vor der Spirale ist übrigens drastisch geändert worden. Der Bogenradius beträgt 70 Meter auf der Brücke und verschärft sich bis auf 50 Meter. Die Spirale für sich allein beansprucht bereits 20 Meter Höhe. Aus der Spirale im offenen Gelände wurde das Wahrzeichen der Bernina. Diese wohldurchdachte Lösung blieb als einzige Möglichkeit für künstliche Streckenverlängerung übrig, da die benachbarten Hänge voller Geröllhalden sind. Noch im Dezember 2008 zerstörten große Felsen etwa 150 Meter Strecke entlang des Dorfes.
Der neue Bahndamm bildet nun hoffentlich ein sicheres Fangbecken für fallende Steine. Das Dörfchen Campo Colonio erhielt einen übermäßig großen Bahnhof zur Beheimatung des schweizerischen Zollamtes. Es amtiert noch immer dort, aber die italienischen Kollegen haben ihr Domizil im Bahnhof Tirano. Das Elektrizitätswerk Busio steht buchstäblich bei der Landesgrenze in Campo Colonio. Bauleiter war Ingenieur Dirk Nachenius, Bankierssohn aus Amsterdam, der nach vielen Jahren in England, Deutschland und Frankreich eine Arbeitsstelle bei Aljot annahm. Nach der Vollendung des Werkes wurde ihm im Anschluss auch die Oberbauleitung der Bernina Bahn übertragen. In den zwei Weltkriegen befand sich plötzlich ein Stückchen Bernina an der Front. Die Grenze war mehrmals eine lange Zeit gesperrt, aber niemals für die ganze Dauer der beiden Kriege. Zu den üblichen Unbequemlichkeiten gehören Sommerzeit in Italien, aber noch nicht eingeführt in der Schweiz, unterschiedliche Währung und das Abkuppeln der Küche in der Zwischenkriegszeit, als noch Mitropa-Wagen mitliefen. Das letzte Stückchen Berniner Bahn wurde Ende 1949 Besitz der Rätischen Bahn und somit gehörten die Wirren der italienischen Konzession der Vergangenheit an. Das Veltlin begrüßt den Reisenden mit seinen Weinbergen. Früher wurde ein Unterschied gemacht zwischen Tirano mit ihrer alten Innenstadt südlich der Adda und Madonna di Tirano, der Stadtteil mit der Basilika, den der Zug jetzt durchfährt. Einst amtierte das italienische Zollamt in Madonna di Tirano, einen Kilometer vor dem Bahnhof und natürlich äußerst unbequem für die Reisenden. Bei Madonna di Tirano denkt der Berniner Liebhaber lediglich an die prächtige Basilika, die das Ende der Reise ankündigt. Die Basilika stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde aus Anlass einer Maria-Erscheinung im Jahr 1505 gebaut. Ein Zug in der Straße.
Er gehört zur Berliner Tradition. Der Piazza Madonna di Tirano wird auf normale Weise gekreuzt, dem kürzesten Weg. Der erste Aufprall fand 1927 statt. Der Autofahrer wurde schuldig gesprochen und sein Führerschein entzogen. Rechts von uns befindet sich der Normalspurbahnhof. Die ehemalige Alta Valtellina Eisenbahn nach Sondrio und Mailand wurde erst im Februar 1963 von den italienischen Staatsbahnen FS übernommen. Die Berliner Endstation in Tirano wurde 1927 fertiggestellt. Ein gutes Jahr für die Berliner und für Il Duce, so wie es die Architektur des Gebäudes reflektiert. So manche Schmalspurbahn ist im Laufe der Jahre dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen. Aber die Berliner fährt weiter mit modernen Garnituren. Was vor einem Jahrhundert begann mit touristischem Augenmerk, hat also doch eine Zukunft.